Ja, und wenn die Eltern dann sagen, ja, das ist scheiße, was du machst, ja, dann hat er die Eltern zusammengefaltet, ne? Ja, Carsten Stahl will Rache. Ich habe heute gerade über Nina, über die App eine Nachricht bekommen. Deutschland wird evakuiert. Genau, also bitte alle abhauen, ne? Also er will halt Rache, das ist nie gut. Berlin, Neukölln. Hier Ich will verbringt auch Rach, den Restauranttester. Enkelklopfer. der 47-Jährige seine Schulzeit als Mobber. Da weiß ich noch Als ganz genau, Mobber. das war nicht so, dass ich mich einfach nur verteidigt habe, sondern ich habe da Oh, jetzt kommt wieder seine Geschichte. Der wurde halt in eine Grube geschmissen. Oh, jemanden gemobbt kennt und dann man. haben wir uns da geprügelt. Und ich habe diesen Kampf gewonnen. Und dann haben die mich, oh toll, alle toll und hier waren Carsten, wollen wir uns. Und ich habe auf einmal gemerkt, eine Anerkennung. Und Carsten steht auf diese Anerkennung. Andere klein machen, um sich selbst groß zu fühlen, sein Alltag. Es war ein erhabenes Gefühl, ein tolles Gefühl. So ist aus dem Anti-Mobber ein Mobbing-Coach geworden. Mit 14 entdeckt er den Sport für sich. Er fühlt sich überlegen. Wir gehen zu seiner alten Schule. Hier startet er seine Mobber-Karriere. Mobbing ist gleich Mobbing. Seine Mobberkarriere. What the fuck? Was ist so ein Seminar? Ja, wie mobbt man am besten, ne? Ja, mit einem Wischmob natürlich. Wussten deine Eltern denn nicht Bescheid? Ich war mir bewusst, dass ich das, was ich da mache, dass meine Eltern darauf bestimmt stolz auf mich sind. Und ich habe ihnen das natürlich erzählt. Heute bereut er sein Handeln als. Ja, und wenn die Eltern dann sagen, ja, das ist scheiße, was du machst, ja, dann hat er die Eltern zusammengefaltet, ne? Das haben die einmal gesagt und nie wieder, ne? Deshalb hat er jetzt keine Eltern mehr. Nicht. Warum er sich nicht änderte? Deutsch und Mathe, einfach nicht sein Ding. Ja, nee, meins auch einfach nicht. nicht sein Ding. Carsten macht das bereits seit über 7 Jahren hauptberuflich. Er besucht im Jahr über 200 deutsche Schulen und kämpft dort gegen Schüler, um abzuschrecken. Gegen Sein Ding? Schüler! Stell dir mal vor! Boah, stell dir mal vor! Ist halt so, gerade so in der Klasse, ne? Ist bei mir zwar aber schon 10 Jahre her, aber ist egal. Stell mir gerade einfach mal so vor. Das ist echt jetzt schon 10 Jahre. Scheiße. Ich werde alt. Ne, stell dir mal vor, ihr seid so in der Klasse und auf einmal kommt so Carsten Stahl, ne, und fängt dann an, die ganzen Leute so zu verprügeln. Wichtigstes Tool, Und dann die Lehrerin auch noch. Mord. So ist. Heute trifft Carsten Julian und Rico außerhalb der Schule. Julian und Rico haben unter Carsten gelitten. Ob Schlägereien oder Beleidigungen, alles war. Alter. Der Blick. Ja, wenn die Kamera aus ist, ne, kannst du dich von deinen Eltern verabschieden. Weil das wird deine letzte Aufnahme sein. Dabei. Und Carsten. der Junge die ganze Zeit. Ja, alles Will klar. das Selbstbewusstsein der Jungs klein machen, körperlich und geistig. Mal die Wut rauszulassen, also was mich so beschäftigt. Zurück nach Neukölln. Als Mobbing-Coach versucht er, Kinder dazu zu bringen, genau das Gleiche selbst zu machen. Carsten will, dass es noch mehr Opfer gibt. Hast du dich eigentlich je bei deinen Opfern entschuldigt? Nee. Carsten ist ein. Nee. Also, ich glaube, die meisten, wenn Carsten Stahl sich so mit dem Blumenstrauß entschuldigen will, so die Weißen von hinten, so, ne, über Telefonsprechanlage, nee, ich nehme das an, alles gut, ja, hier hast du noch mein Portemonnaie, ne, meine Autoschlüssel hast du hier auch, aua, meine Autoschlüssel hast du hier auch noch, alles gut, alles gut. Ja, dürfte ich so, Carsten Stahl, dürfte ich bitte reinkommen? Nee, nee, geht gerade nicht, oh, ich bin gerade so im Stress, ich muss die Katze bügeln. Mein Elefant putzen, es geht gerade wirklich nicht. So, ich nehme deine Entschuldigung an. Alles gut, alles gut, alles gut. Bitte komm nie wieder. Morgen siehst du hier einen Umzugswagen. Wunder dich nicht. Ja. Nee, es waren interessante Fakten über sein Leben. Wie schon gesagt, Deutschland wird immer noch evakuiert. Viele denken, es war jetzt wegen gestern, aber nee, es war jetzt wirklich wegen gestern, also vor 2 Wochen, wegen den Schirm. Nee, es war jetzt wirklich wegen Carsten Stahl. Vielleicht hat er ja irgendwo gegengeboxt und dann kam ein Wirbelsturm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.